Jo Freunde, was geht ab? Toilette wieder am Start hier mit einer neuen Folge Call of Duty Infinity Warfare. Ja, ich möchte halt einfach mal ein bisschen ja, quatschen. Das hier ist jetzt ja, so ein Commentary, kann man schon fast sagen. Ich war jetzt ein bisschen dran, WW2 am Zocken die letzten paar Tage und da hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Immer WW2, diese ganzen Headglitcher, diese ganzen Granaten, die so überpowered sind. Jetzt gibt es auch einen Quartiermeister. Endlich einen anständigen Quartiermeister bei WW2. Heißt, man kann mit Call of Duty Punkte, die ich jetzt besitze bzw. Besessen habe, weil ich das mir das Spiel vorbestellt habe im PlayStation Store. Und da ging ich in Infinity Warfare rein. Sehe dann da die Infinity Warfare, ja, die COD Points, diese Kredits da. Und gibt das auch in Infinity Warfare. Und dann gehe ich in WW2 rein und auf einmal sind die WW2 weg. Da war das entweder nur für Infinity Warfare oder für WW2. Leute, ich bin total ausgerastet. Aber darum möchten wir heute erst nicht drüber reden. Wir möchten heute über die wunderschöne Nuke reden, die ich heute, vor 2 Tagen gerissen habe. War eine richtig geile Lobby. Hab wieder richtig Glück gehabt mit der Lobby. Ja, ich dachte mir einfach, okay, ich schmeiß jetzt mal Infinity Warfare rein. Nach dem ganzen WW2-Kram und ja, allererste Runde, allererste Lobby, direkt eine Nuke gerissen. Eigentlich ist meine allererste Runde bei Infinity Warfare so im Arsch, ne? Mein Movement ist scheiße, mein Aim ist scheiße, mein Verhalten, meine Reflexe, alles ist total im Arsch. Aber ich weiß nicht, was das hier bei dem Spiel war, bei dieser Lobby war. Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall gut. Es ist meine 5. Nuke und ja, ganz Call of Duty Infinity Warfare, aber man merkt ja, es wird immer mehr und zwar in geringeren Abständen. Also, ich werde immer besser. Und ja, es kann aber natürlich auch daran liegen, dass die Gegner ein schlechter werden, beziehungsweise nicht schlechter werden, aber die Profis, sage ich jetzt mal, spielen WW2. Deswegen kann es gut sein, dass jetzt hier die Anfänger oder so, was weiß ich, dann Infinity Warfare zocken, beziehungsweise immer noch zocken, weil es WW2 vielleicht nicht so gefällt, kann ja auch sein. Ja, hier ist auf jeden Fall schon die verbesserte Drohne, musste hier aufpassen, hier waren direkt 3 Gegner, ich muss gucken, wie ich ihn holen, habe jetzt erst einen gepickt. Hab dann den zweiten hier geholt und dann hier der dritte hinterher. Fand ich eigentlich sehr cool. Was ich noch ansprechen wollte, ihr könnt euch meinen Controller mal angucken unten unter der Videobeschreibung. Das ist der Naken Pro Controller. Für die Leute, die es nicht wissen, möchte ich es mal gerade erklären. Es ist ein Controller mit 4 Pedals hinten dran. Muss mal gucken, dass ich hier das jetzt richtig zeige. Hier 2 Stück. Und hier nach innen gehen 2 Stück. Ja, von vorne sieht er dann etwa so aus. Finde ich ja, richtig gut, richtig schön. Hier auch mit dem LED-Ring, da kann man noch einstellen, ob der blinken soll oder ob der dauerhaft leuchten soll. Das alles gibt es auch in der, ja, in der Software, die man da bei Naken runterladen kann, kostenlos. Für diesen Controller extra und da kann man auch einstellen, wie die Trigger reagieren sollen, ob die jetzt direkt reagieren können beziehungsweise sollen, wenn man ganz leicht drauf drückt, oder ob die erst reagieren sollen, wenn man richtig reindrückt, ne? Wenn ihr das versteht. Ich habe natürlich so eingestellt, dass sie sofort reagieren sollen, wenn ich ein bisschen drauf drücke. Ja, das mit L2 und R2 hat vielleicht seine Vorteile, beziehungsweise hat nicht vielleicht seine Vorteile, hat seine Vorteile, auch gerade bei Call of Duty mit dem Schießen, er schießt zwar nur ein paar Sekunden mehr, schneller, weil er diesen ganzen Weg ja nicht gehen muss, bis der komplette Knopf eingedrückt ist. Aber ja, wenn ihr das machen wollt, bestellt ihr ihn bitte über meinen Link, um mich ein bisschen zu unterstützen. Hab auch schon hier ein paar Käufe bekommen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Runde, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da und ein Abo, wenn ihr keine weiteren WW2-Videos mehr und Infinity Warfare-Videos mehr verpassen wollt. Haut rein und ciao.